Ja, ich danke Ihnen, Bruder Ahrens, für die herzliche Begrüßung. Und keine Sorge, nicht nur in dieser Grafschaft oder in Nordwestdeutschland ist mein Name schwierig, das ist ein französischer Name, aber ich bin Südafrikaner und ich sage vorab immer, seit 350 Jahren sind meine Vorfahren Südafrikaner. Denn wir bekommen immer die Frage, ob ich dort geboren bin oder meine Eltern dort geboren sind. Dazu gehören auch einige Hugenotten, aber auch andere Vorfahren, auch Missionare. Und mein Name Dassonville ist zwar kein hugenottischer Nachname, aber der Ururgroßvater, der nach Südafrika kam, hat eine hugenottische Nachfahrin geheiratet. Von daher sind wir dankbar dafür. Ich bin nach Deutschland vor 10 Jahren etwa mit meiner Familie ausgesandt worden als Missionar mit dem Auftrag, um Theologie zu unterrichten. Nun weiß ich, es gibt wahrscheinlich kein Land, das bezüglich Theologie so gut besorgt ist, was Fakultäten angeht, Wissenschaft und so weiter. Aber mein Auftrag lautet ganz klar, ich sollte auch reformierte Theologie unterrichten für deutsche Studenten, die dann in Deutschland Pastoren oder Missionare werden. Und zwar nach reformiertem Bekenntnis. Und das ist ein Privileg und ich bin dann auch heute Abend sehr privilegiert, hier bei Ihnen zu sein. Denn es mag sein, dass manche von Ihnen andere Erwartungen vom Thema haben, aber da es das erste Mal ist, dass ich nach 20 Jahren Beschäftigung mit der deutschen Kirchengeschichte bei den Altreformierten einen Vortrag mache, konnte ich mir das kaum verkneifen, beziehungsweise habe ich mich fast verpflichtet gefühlt, das Thema für heute Abend aus dem kirchenhistorischen Blickwinkel zu nähern. Dabei spielten einige Überlegungen bei mir eine Rolle, einige persönliche Überlegungen. Denn vor 22 Jahren nahm ich zum ersten Mal an einer reformierten Konferenz in der Region Münsterland Richtung Emsland teil. Wo genau, lässt sich sicherlich feststellen. Ich kam aus Münster, ich war mit Forschung in Münster beschäftigt und ich vermute, die Konferenz war entweder in Nordhorn oder in Steinfurt oder in Bad Bentheim, das kann man wahrscheinlich noch nachforschen. Aber bei der Anmeldung bei der Konferenz wurde ich gefragt, ob ich nun evangelisch reformiert oder altreformiert sei. Die Frage hat mich schon ein bisschen irritiert. Und meine Antwort, da ich aus Südafrika kam, war, dass ich nur reformiert sei. Auf Niederländisch würde man sagen, enkel reformiert. Die zweite Erinnerung war nicht lange danach, und zwar als ich mit meiner Familie zum ersten Mal, es muss etwa im Jahre 1998 gewesen sein, einen Gottesdienst einer altreformierten Kirche besucht habe. Nicht nur das Schild am Kirchengebäude mich als geistlicher Nachfahre der Abscheidung sehr berührt, denn auf dem Schild stand, Sie werden mir wahrscheinlich sagen können, bei welcher Gemeinde das ist, hier heeft Hendrik de Kok geprägt. Nicht nur das hat mich berührt, sondern, und das war noch viel mehr besonders, nach einigen Jahren in Deutschland war das das erste Mal überhaupt, dass wir als Familie einen zweiten Gottesdienst besucht haben, wie wir das auch kennen, wie ich auch groß geworden bin, ein Gottesdienst am Nachmittag, mit Katechismuspredigt und mit Psalmen, deren Melodien wir sogar alle kannten. Es sind ja die Genfer Melodien und meine kleinen Kinder von damals, 2 und 4 Jahre etwa, konnten zum ersten Mal in Deutschland in einem Gottesdienst mitsingen. Zwar auf Afrikaans, aber das geht mit der gleichen Melodie. Soweit die einigen Vorbemerkungen zu einigen Erlebnissen, die ich hatte. Inzwischen habe ich in einem Lehrbuch zur Kirchengeschichte in Südafrika erläutert, dass sich die Altreformierten, als Student wusste ich von den Altreformierten nicht Bescheid, aber das liegt nicht an den Altreformierten, das liegt an dieser Lücke in unserem Unterricht. Aber jetzt habe ich das in einem Lehrbuch erwähnt, dass sich die Altreformierten von Nordwestdeutschland in der Reihe derjenigen Kirchen befinden, die alle mehr oder weniger aufgrund gleicher Gründe im 19. Jahrhundert entstanden sind. In den Niederlanden, ich habe schon die Abscheidung erwähnt, später auch nochmal die Dolianzi, in der Schweiz, in den USA,
in Südafrika, in Deutschland zum Beispiel Grafschaft Bentheim und Ostfriesland. Und so wurde mir gesagt, da ist Uelsen die erste altreformierte Kirche, oder hier hat alles angefangen. Gestern war der Reformationstag. Aber wer von uns denkt noch daran, dass auch dem 1. November, heute ist ja der 1. November, dem 1. November eine ähnliche große Bedeutung zukommt. Und jetzt rede ich nicht von Allerheiligen, sondern denn genau vor 458 Jahren, in der Nacht vom 1. auf den 2. November im Jahre 1561, wurde ein unscheinbar kleines Büchlein in französischer Sprache über die Mauer des Schlosses zu Tournai, Doornik auf Niederländisch, in einer Stadt in Wallonien, im heutigen Belgien, geworfen. Zu dem Zeitpunkt residierte Margarete von Parma, eine Tochter des Kaisers Karl V., in diesem Schloss, da sie seit 1559 von ihrem Halbbruder, dem spanischen König Philipp II., als Statthalterin der habsburgischen Niederlande eingesetzt wurde. Man sagt, dass jene Nacht sehr kalt war. Der Inhalt jenes Büchleins mit dem Titel Bekenntnis des Glaubens auf Französisch Confession de foi war umso brisanter, der Inhalt dieses Büchleins. Zweck des Bekenntnisses war, der spanischen Obrigkeit klarzumachen, dass die Protestanten nicht mit extremistischen, staatfeindlichen Gruppierungen verwechselt werden sollten. Man denkt an das Geschehen in Münster etwa ein Vierteljahrhundert zuvor, das großes Entsetzen in ganz Europa hervorgerufen hatte. Dieses Bekenntnis sollte belegen, dass die Protestanten rechtgläubig, der protestantische Glaube ja biblisch sei. Genau das hat Calvin zuvor auch in seiner Widmungsrede an den König von Frankreich am Anfang seiner Institution geschrieben. Für diesen Glauben, für dieses Bekenntnis wurde der Pfarrer, welcher der Verfasser des Büchleins war, dieses Büchleins bestand aus 37 Artikeln, ab diesem Zeitpunkt noch härter verfolgt, ja regelrecht gejagt, bis es seinen römisch-katholischen Verfolgern tatsächlich etwa 5 Jahre später gelang, ihn gefangen zu nehmen. Als protestantischer Martyr wurde er darauf hingerichtet, nicht weit entfernt von dem Ort, wo die ersten zwei protestantischen Martyrer etwa 45 Jahre zuvor als Lutheraner auch hingerichtet wurden. Der Pastor, der Pfarrer, hieß Guido de Bray. Sein Bekenntnis wurde später als die Confessio Belgica bekannt, auf Deutsch das niederländische Glaubensbekenntnis. Auf der Titelseite, und das bringt uns zum Thema, auf der Titelseite dieses Bekenntnisses hat Guido de Bray 1. Petrus 3,15 zitiert. Das kommt auch aus diesem Text, der heute Abend vorgelesen wurde. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Da unser Thema heute Abend: Verheißung, Hoffnung und Forderung, das Evangelium und dessen Verkündigung. Gerade diese Bereitschaft lief für de Bray auf seine Verhaftung hinaus. In einem Brief vom 12. April 1576 schrieb er seine Frau aus dem Gefängnis, aus der Todeszelle: Bitte erinnere dich daran, ich bin nicht zufällig in die Hände meiner Feinde geraten, sondern durch die Vorsehung meines Gottes, der alles bestimmt und regiert, das Kleinste sowie das Größte. Dies sagt uns Christus: Fürchtet euch nicht, eure Haare sind alle gezählt. Kauft man nicht 2 Sperlinge für 1 Groschen? Dennoch fehlt keiner von ihnen auf die Erde ohne den Willen eures Vaters. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. 7 Wochen später, am 31. Mai 1567, wurde de Bray für seinen reformierten Glauben, für sein reformiertes Bekenntnis hingerichtet. Aber auch durch seine Hinrichtung legte er ein Bekenntnis ab.
hat er in den Worten unseres Themas die Verheißung des Evangeliums, verkündigt. Liebe Geschwister, meine Damen und Herren, ein Bekenntnis, für das es sich nicht lohnt zu sterben, lohnt sich auch nicht dafür zu leben. Ein Bekenntnis, für das es sich nicht lohnt zu sterben, lohnt sich auch nicht dafür zu leben. Die Frage zum Bekenntnis ist existenziell im tiefsten Sinne des Wortes, gerade für die Kirche. Ein Thema wie Verheißung und Forderung, das Evangelium und dessen Verkündigung, ist weder eine theoretische Fragestellung, noch ein reines intellektuelles Kunstturnen, noch eine vernünftige Akrobatik. Ein Bekenntnis ist nie etwas Theoretisches. Es handelt sich um nichts Geringeres als um Tod und Leben. Wie ein bekannter Reformationshistoriker mal sagte, an den reformatorischen Bekenntnissen klebt noch der Geruch, ein Hauch der Martyrer-Scheiterhaufen. Darum befinden wir uns mit diesem Thema im Zentrum von dem, was auf der einen Seite die von Christus auserwählte Gemeinde, Frage 54 des Heidelberges, ausmacht, was auf der anderen Seite, auch Frage 54, die Einigkeit des wahren Glaubens, meine persönliche Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde betrifft. Wie wir bekennen in Frage 54, dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin. Bekanntlich unterscheidet sich die Altreformierte in Deutschland von dem Evangelisch-Reformierten nicht an erster Stelle ihrer Geschichte. Das auch, aber wichtiger noch ist die Bekenntnisgrundlage, nämlich die drei Formulare der Einigkeit. Und da müssen wir wissen, der Begriff drei Formulare der Einigkeit ist programmatisch. Er beansprucht für sich die Einigkeit im Bekennen des Glaubens, sowohl die Einzigartigkeit, auf Latein unicus, auf Englisch unique, als auch die Einheit, auf Latein unitas, Englisch unity, sind nämlich gemeint. Jetzt sind wir ein bisschen weiter, nächstes Jahrhundert in der Geschichte, wenn am 27. März 1620, vor etwa weniger als 400 Jahren, im Vorwort bei der Herausgabe der Akta, der Protokolle der Nationalen Synode zu Dordrecht, die Rede von der Einigkeit der wahren Gottesdienst, die Einigkeit der wahren Gottesanbetung war, dann steht diese Aussage im direkten Anschluss auf einen Hinweis auf Jesus Christus, unser allen enigen Saligmaker in dem Mittler, unser einzigen Retter und Mittler. Die Bekenntnisse der Einigkeit, die drei Formulare der Einigkeit und der einige Trost, so hieß es ja im Ursprung im ersten Sonntag, Frage 1 des Heidelberges, basieren auf dem einigen Sohn Gottes, dem einigen Erlöser und Mittler. Es geht zurück auf 5. Mose 6,4. Ich möchte das kurz nochmal mit uns zusammenlesen. Mose 6,4, das heißt Deuteronomium. Das ist, was bekannt ist als das Schema. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das könnte man auch übersetzen, der Herr ist der Einige. Und dann kommt natürlich das Lebensgebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Der Herr ist nicht nur einer, sondern er ist auch einzig. Er ist der Einzige, der Einige. In dieser kurzen historischen Behandlung des Themas heute Abend mit dem Einfallswinkel für die Behandlung dieses Themas, nämlich der Leitsatz auf dem Titelblatt des niederländischen Bekenntnisses, das Zitat aus
1. Petrus 3, 15, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, gehe ich kurz auf die Synode zu Dordrecht ein, die vor genau 400 Jahren stattfand und die für die Identität und das Selbstverständnis der Altreformierten von ausschlaggebender Bedeutung ist, auch wenn man sich das heute nicht mehr so bewusst ist. Ich gehe nicht ein auf die Diskussionen zu den Remonstranten, ich werde das kurz erwähnen, aber die Synode hat sich bekanntlich nicht nur mit dem von den Remonstranten vertretenen Ansatz zum freien Willen und den damit zusammenhängenden Aspekten beschäftigt, sondern zugleich andere brennende, für die Gemeinde sehr aktuelle Anliegen aufgegriffen und behandelt. Nicht zuletzt wegen der umfangreichen Teilnahme internationaler Delegationen, auch aus Emden, sozusagen die Vorfahren der Altreformierten, wurde Dordrecht 1618-19 zu einer Art einmaligen reformierten ökumenischen Synode, die deswegen auch in die Geschichte einging und bis heute bekannt steht als die große Synode. Es gab nie wieder eine reformierte Synode mit so viel Beteiligung aus dem Ausland. Vertreter reformierter Kirchen aus England, der Pfalz, Hessen, der Schweiz, Genf, Bremen, aus Emden, Ostfriesland, Nassau und Brandenburg haben alle auf Einladung an die Synode teilgenommen. Die französische Delegation hätte auch dabei sein sollen, aber der französische König hat ihnen das verboten, nach Dordrecht auszureisen. Dennoch wurde ein Gutachten eines Mitglieds der französischen Delegation, Pierre de Moulin, während der Synode vorgelesen und beachtet. Hauptanlass für die Synode, die erste nationale Synode der Niederlande seit 32 Jahren, waren die immer weiter eskalierenden theologischen und kirchlichen Auseinandersetzungen über vor allem die Prädestination und den freien Willen, was heute ähnlich ist, aber auch über die Autorität der Bekenntnisschriften, was sehr aktuell ist, und über das Verhältnis zwischen dem Staat und der Kirche. Man kann sich vorstellen, dass die Synode auch 400 Jahre später hätte stattfinden können. Es gab diese Auseinandersetzungen seit dem letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, also 20 Jahre zuvor. Gerade der Konflikt zwischen den Remonstranten und Kontraremonstranten hat sich seit etwa 1608 sehr zugespitzt, bis 1610 die Anhänger des mittlerweile ein Jahr zuvor verstorbenen Arminius eine aus 5 Artikeln bestehende Remonstration, also eine Einwendung, verfassten. Und letztendlich kam es dazu, dass 1617 die Synode für das Jahr darauf einberufen wurde. Nach der Meinung des Arminius, das ist nur kurz zum Hintergrund, und der ihm nach folgenden Remonstranten wurde in der damals geltenden Deutung der Erwählungslehre die menschliche Willensfreiheit zu wenig beachtet. Und ich zitiere, zwar schenke Gott den Menschen den Glauben, doch erlöse er die Menschen aufgrund des Glaubens, den Gott aber im Voraus bereits wisse. Damit wird der menschliche Glaube, auch wenn Gott ihn schenkt, zu einer Heilsbedingung. Der Akzent fehlt bei Arminius stärker auf den Menschen als in der klassischen reformierten Theologie. Die Erwählungslehre entspreche nicht Gottes Natur, wohl aber das Vorwissen. Ende Zitat. Obwohl die Behandlung der 5 Artikel der Remonstranten den wichtigsten Punkt auf der Tagesordnung einnehmen würde, wurden andere Tagungsordnungspunkte wie Bibelübersetzung, Katechese, Katechismuspredigt, Seelsorge und so weiter auch behandelt mit wichtigen Beschlüssen dazu. Da gibt es eine Menge sehr, sehr äußerst interessante Diskussionen. Es gab da eine Nachfrage einer Klasse, wieso man damit umgehen, dass der zweite Gottesdienst nachmittags nicht mehr so gut besucht würde. Und dann hat die Synode einstimmig auch die ausländischen Delegationen gesagt, auf alle Fälle unbedingt mit dem zweiten Gottesdienst weitermachen, auch wenn nur der Pastor und seine Familie kommen würden. Nach ausführlicher Behandlung wurden die 5 Artikel der Remonstranten letztlich abgewiesen. Dabei geschah die Ablehnung keineswegs schroff,
Also die Protokolle, die erzählen eine andere Geschichte, als wie sie dargestellt wird normalerweise. Aber besonders dieser Aspekt der Auseinandersetzung bezüglich der Bekenntnisse und ihrer Autorität ist sehr wichtig für unser Thema heute Abend. Da geht es um Einwände gegen die Bekenntnisse zur Bestätigung deren Verbindlichkeit. Das Anliegen der Remonstranten, ihre Sicht zur Souveränität Gottes bezüglich seiner Auserwählung zur Versöhnungslehre und der damit verbundenen Aspekte zur Sprache zu bringen sowie zu begründen, hängt mit einem von ihnen bekannt gemachten Streben zusammen. Einwände gegen die beiden geltenden Bekenntnisse einzubringen, das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es die zwei Bekenntnisse, das niederländische Bekenntnis und den Heidelberger Katechismus. Die Remonstranten wollten die Bekenntnisse revidieren. Die kamen mit vielen Belegen und Zitaten anerkannter Reformatoren und der reformatorischen Theologie, versuchten mit diesen Zitaten von unter anderem Calvin, Bullinger, Beza und so weiter ihre fünf Artikel zu untermauern, zeigte zu gleicher Zeit, das kann man jetzt nachlesen, dass während die Remonstranten diese Vorwalte gegen die beiden Bekenntnisse einbrachten, dass ihr Anliegen mit den beiden Bekenntnissen nicht konform sei. Am Ende haben die das auch zugegeben. Stets wurde die Synode von den Remonstranten gedrängt, eine ganze Revision der Bekenntnisse vorzunehmen, und zwar nach dem arminianischen Modell. Aufgrund einer Einweisung der Regierung, also Generale Staaten der Niederlande, das Thema Revision der Bekenntnisse zu behandeln, ist es dann dazu gekommen. Ziel war wohl eher eine Bekräftigung, damit die beiden Bekenntnisse an Autorität gewinnen würden. Ergebnis dieser Überprüfung war eine Bestätigung des niederländischen Bekenntnisses in eine Entscheidung, die man wohl kaum genügend überschätzen oder überbetonen kann. Seitdem gehört das niederländische Bekenntnis, die Confessio Belgica, zum reformierten Bekenntnis weltweit, offiziell. Betreffend des Heidelberges kam die Synode dann zum gleichen Ergebnis. Gerade die Heidelberger Delegierten meinten dazu, dass sie aufgrund der remonstrantischen Einwände den Katechismus noch mehr zu schätzen wüssten. Sowohl das niederländische Bekenntnis als auch die Heidelberger wurden also trotz des remonstrantischen Bedenkens und der von den Remonstranten eingereichten Einwände nach dem Urteil der Synode als rechtgläubig, als orthodox, im Einklang mit dem Wort Gottes befunden. Und das ist das Wichtigste für heute Abend. Es ging letztendlich nicht um die Bekenntnisse, es ging um das Wort Gottes. Und das Bekenntnis ist nichts anderes als die Antwort der Kirche auf das Wort Gottes aus dem Wort Gottes. Die Einwände, die von Seiten der Remonstranten gegen das niederländische Bekenntnis und den Heidelberger erhoben wurden, erreichten auf die Synode zu Dordrecht vor 400 Jahren das Gegenteil. Während diese Synode, die in seiner ökumenisch reformierten Bedeutung einmalig war und nie wieder übertroffen wurde, wurden sowohl das niederländische Bekenntnis als auch die Heidelberger nicht nur offiziell aus dem Wort Gottes entsprechend befunden, sondern auch als zentrale verbindliche Bekenntnisgrundlage der reformierten Kirche festgelegt. Ich erwähne jetzt einige Aspekte der beiden Bekenntnisse, bevor wir zum dritten Bekenntnis, der drei Formulare der Einigkeit, kommen. Zunächst das niederländische Bekenntnis. Wir wissen, dass das niederländische Bekenntnis recht früh offizielle verbindliche Anerkennung gelang, während einer Synode zu Antwerpen 1566. Die Stationen zwischen Antwerpen und Dordrecht 1689-90 sind vielfältig und klar. Dordrecht bildet aber historisch gesehen den wichtigsten Meilenstein zur Anerkennung des niederländischen Bekenntnisses als verbindliches Bekenntnis. Historisch wissen wir, dass das niederländische Bekenntnis auf die Gallikaner zurückgeht, auf das französische Bekenntnis, das bekanntlich aus der Hand Calvins stammt und seit 1559 bei einer Synode
zu La Rochelle anerkannt wurde. Und wir wissen auch, ich habe gesehen, das Lied liegt auch hier vor in den Kirchenbanken, im Kirchenbuch, dass das niederländische Bekenntnis aus 37 Artikeln besteht, die sehr systematisch aufgebaut sind. Nach dem Einsteig im Bekenntnis über Gott, Artikel 1, und über die Art, wie Gott sich offenbart, führt der Weg über das Bekennen zur Heiligen Schrift als Wort Gottes. Und ich bitte Sie alle nochmal heute oder sobald Sie können, Artikel 3 bis 7 des niederländischen Bekenntnisses mit Andacht durchzulesen. Artikel 3, dass wir bekennen, dass die Heilige Schrift das Wort Gottes ist und die Ausführungen dazu. Es würde nichts bringen, wenn wir sagen, ja, die Bibel steht im Zentrum, ohne zu anerkennen, dass das ein Bekenntnis ist. Das Bekenntnis ist wichtig, dass die Bibel das Wort Gottes ist, im Zentrum steht und stehen soll. Und dann, was den Heidelberger Katechismus angeht, ich gehe davon aus, dass Sie alle wahrscheinlich den Heidelberger auch kennen. Ob das bei allen der Fall ist, dass Sie das auch auswendig kennen, wie ich das in Amerika bei reformierten Kirchen erlebt habe, da mussten die Kinder seit dem 12. Jahr dann den ganzen Heidelberger auswendig lernen. Das gibt es auch noch in Ungarn. Und ich habe vor Bruder Berling gefragt, ob hier ein Heidelberger vorliegt. Dann habe ich ihm gesagt, zum Glück kenne ich auch den Heidelberger auswendig, nur nicht auf Deutsch. Man kann ja immer übersetzen, zurück ins Deutsche übersetzen. Das heißt, wenn ich etwas sage, was Sie sowieso wissen, dann liegt es nur daran, dass ich höflich bin und versuche höflich zu sein, nicht, dass ich Ihnen unterstelle, Sie kennen den Heidelberger nicht. Aus der ersten Frage, die die ganze Existenz des Menschen anspricht, entfaltet sich der Inhalt als Ganzes, aber auch alle unterschiedlichen theologischen Linien des Heidelbergers. Die Struktur des Heidelbergers ergibt sich allerdings aus Frage 2. Das kennen wir, das Elend, Kenntnis des Elends, der Sünde, Kenntnis der Erlösung und Kenntnis der Dankbarkeit, die Dreiteilung. In dieser Dreiteilung, deren Ansatz sowohl seelsorgerlich als auch offenbarungsheilsgeschichtlich ist und in dem die persönliche Zusage sowie die persönliche Aufforderung durchgehend engstens verknüpft sind, findet man immer wieder die Verheißung des Evangeliums. Die Verheißung des Evangeliums. Und Verheißung des Evangeliums ist immer verknüpft mit der Aufforderung. Verheißung, Aufforderung. Es ist bekannt, dass die klassischen katechetischen Inhalte seit der alten Kirche, seit der frühen Kirche im 1. und 2. Jahrhundert, das Glaubensbekenntnis ist, was später dann das apostolische Glaubensbekenntnis wurde, die 10 Gebote und das Vaterunser. Die drei Inhalte entsprechen der klassischen Linie der Katechismusgeschichte und die drei gibt es dann auch im Heidelberger. Bei Teil 2 hat man dann das apostolische Glaubensbekenntnis und in Teil 3 die 10 Gebote und das Vaterunser. Und das Ganze wird mit einem theologischen Geschick, über das man sich nur verwundern kann, in der letzten Frage, Frage 129 des Heidelbergers, über das Amen des Vaterunsers zu einem festen, zuversichtlichen Abschluss gebracht, indem man sowohl Frage 1 als auch Frage 21 hört. Frage 21, was ist der wahre Glaube? Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass wir im Moment nur noch bei 2 Formularen der Einigkeit angekommen sind. Aber im Grunde habe ich schon auf das dritte Formular der 3 hingewiesen. Es handelt sich natürlich um die Antwort, die die Synode auf die 5 Artikel der Remonstranten gegeben hat. Eine Antwort, die als Entscheidung am Ende der Synode verabschiedet wurde, und zwar aus der Dordrechter Lehrregel oder die Dordrechter Kanonis. Sehr kurz zusammengefasst beinhalten diese Lehrregel, dass die Artikeleinteilung der Remonstranti in wesentlichen folgenden 5 Lehrregeln entfalteten erstens eine in Gottes Barmherzigkeit begründete, jedoch nicht aus
seinem Vorwissen, sondern aus einem ewigen Ratschluss abgeleitete anti-arminianische Prädestinationslehre. Also das hört sich ein bisschen theologisch jetzt an. Es geht um den Trost des Einzelnen, es geht um die Ehre Gottes, es geht um das Heil der Kirche. Den Trost des Einzelnen, das Heil der Kirche, die Ehre Gottes. Das heißt, dass Gott entscheidet, nicht der Mensch. Und dann kommt im zweiten und im dritten Hauptstück eine Deutung des Versöhnungsgeschehens, des Opfertodes Christi, wenn wir bedenken, es gäbe die Kirche überhaupt nicht ohne den Opfertod Christi. Das ist das alles. Allein für die von den Ewigkeit zum Heil Erwählten und dann allein in Bezug auf die Erwählten wirksames Verständnis dieser Macht der berufenen Gnade, Gott in seiner großen Gnade. Und dass Gott dann seine Erwählten im Stand der Rechtfertigung hält. Was bedeutet das auf normalem Deutsch, dass Gott uns mit seinem Wort und Geist festhält in der Hand? Er lässt uns nicht fallen. Die Dordrechter Lehrregel ist ein Beispiel, wie ein Bekenntnis nie einfach geplant und strategisch irgendwo in einem Ratssaal oder in einem Raum entworfen wurde und dementsprechend mit den erforderlichen Managementfähigkeiten eingesetzt wird. Nein, ein Bekenntnis wird nie geplant und produziert, sondern geboren. Und zwar in einer Krise. Die Prüfung jedoch, ob ein Bekenntnis, das dem Wort Gottes entspricht, sich auf dem Niveau eines Credo wie in der Altenkirche befindet, liegt letzten Endes nicht in seiner Aktualität zu einer bestimmten Zeit, sondern in seiner Aktualität darüber hinaus. Wie es mit Blick auf die ersten beiden der drei Formulare der Einigkeit zur Zeit der Dordrechter Synode schon klar war, sind wir jetzt auch, was die Dordrechter Lehrregel angeht, 400 Jahre später, und wir sehen, auch die haben sich bewährt. Die Fragen, die gestellt wurden, sind die gleichen Fragen, vielleicht im anderen Wortlaut, sind die gleichen Fragen, die heute auch Menschen bewegen. Denn wo sind die Anfechtungen heutzutage heftiger im Westen als gerade bei den Themen, die von den Dordrechter Lehrregeln im frühen 17. Jahrhundert schon angesprochen wurden? Liebe Geschwister, ich fasse zusammen, denn der Kreis schließt sich. Aus dem Inhalt der drei Formulare der Einigkeit, aber auch aus ihren Entstehungsgeschichten und aus der Tatsache, wie alle drei offiziell in Dordrecht vor 400 Jahren nach einer Überprüfung im Einklang mit dem Wort Gottes befunden wurden, ist durchaus theologisch klar und sehr gut zu begründen, warum Bekenntnisse notwendig sind, ja, warum man auf sie nicht verzichten kann. Und lassen wir uns nicht klar machen, dass wir auch ohne Bekenntnis mit der Bibel alleine weiterfahren kann, denn das ist auch ein Bekenntnis. Das ist nur ein anderes Bekenntnis. Aber das Wichtige an Bekenntnissen ist auch, dass sie von der Kirche über die Zeiten hinaus anerkannt wurde. Das war mit ein Grund, wieso nicht nur, aber besonders Pastor Hendrik de Kock, aus dessen Verkündigung viele Gemeinden der altreformierten Kirche hervorgegangen sind, also Pastor Hendrik de Kock in 1834 gesagt hat, zurück nach dort. Da ging es um das Bekenntnis. Und 4 Jahre später entstand die altreformierte Gemeinde Uelsen. Man hat sich auf Dordrecht berufen. Das bedeutete, das hat vorausgesetzt, man hat sich auf das Bekenntnis berufen. Es ging um das Bekenntnis, es ging um die Verheißung und Forderung, es ging um das Evangelium und dessen Verkündigung. Denn dahinten klingt die Aufforderung, die Forderung sowie Verheißung Gottes in seinem Wort, indem er uns geradezu befiehlt, ja beauftragt, alle Zeit zur Verantwortung vor jedermann bereit zu sein, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Wie 1 Guido de Bray
sei es dann auch auf dem Scheiterhaufen. Ich danke Ihnen.